Es gibt ihn noch, den Kaiser von Österreich, zumindest im Advent von Laxenburg. Der traditionelle Christkindlmarkt am Schlossplatz versprüht Vorweihnachtsstimmung in Laxenburg. Zahlreiche Vereine und Institutionen der Marktgemeinde tragen mit ihrem Angebot das ihre dazu bei. Besondere Stimmung kam auf, als das Kaiserpaar auf einen Besuch vorbeischaute. Kaiser Franz Josef II. War sofort vom Flair des Christkindlmarktes angetan. Ja, es ist eine tolle Stimmung, finde ich, die Sie hier haben. Es ist ja richtig schon winterlich, aber die Wärme strahlt aus den Herzen der Menschen. Und das empfinde ich als sehr, sehr positiv. Hier haben wir Gefolge mitgebracht. Den haben wir dabei, unseren Hofstaat. Denn Kaiser ohne Hofstaat, das gibt es nicht. Als Traditionsregiment, ja, zeigen wir hier, dass wir der Bevölkerung eins vor Augen führen möchten, 100 Jahre, ein bisschen zurückdenken, was ist da passiert? Das ist ein Großreich zerfallen. Und wenn wir uns heute anschauen, es gibt wieder große Abspaltungstendenzen, man soll sich das genau überleben, ob man das wieder haben möchte, dass ein Großreich zerfällt in die kleinen Einzelteile hilflos und wieder in die Rezession. Dahingehend wäre es zweckmäßig, dementsprechend vielleicht doch ein gemeinsames zu bleiben, gemeinsam stark zu sein. Was hat Sie bewogen, in dieses Kostüm zu schlüpfen und zu sagen, ich zeige den Leuten, wie es früher ausgesehen hat? Ich bin in die Geschichte eigentlich durch meinen lieben Mann gekommen. Nachdem er auch Historie darstellt, ist es naheliegend, wenn man ein bisschen historisch interessiert ist, dass man da bald mit hineingezogen wird. Welches Gefühl ist es, diese historischen Momente zu erleben? Es ist in meinem Fall ein ganz ein besonderes, weil ich in diesem Fall Reenactment darstelle. Das heißt, ich bin auch Adjutant seiner Majestät. Ja. Das heißt, ich habe hier einen Job zu machen. Ich dürfte eigentlich gar nicht hier beim Interview stehen und meinen Kaiser alleine lassen. Aber es ist einfach eine schöne Sache, den Leuten ein bisschen einen Einblick in eine längst vergangene Welt zu geben und ein bisschen was darzustellen. Wie lebt sich's in der Gegenwart? Naja, man muss sich halt dran gewöhnen. Es gibt ja so manche Sachen, die mir gut gefallen, andere Sachen, die mir jetzt weniger gut gefallen. Ich bin in früher ja kein Freund von Technik gewesen, aber heutzutage bin ich doch sehr begeistert von diesen Fortschritten, die überall gemacht werden. Und ich hoffe, dass wir das Ganze dann zum Guten bringen und dass das Volk davon profitieren kann. Verwendet Majestät auch einen Computer oder ein iPad? Ich bin zwar jetzt nicht so unbedingt sicher auf diesen, mit diesen neuartigen Geräten, aber bin doch schon unterwegs auf Facebook und kann auch E-Mails schreiben und mit dem iPad einigermaßen gut umgehen. Wer dekoriert bei Ihnen im Schloss den Christbaum? Ja, das Christkind natürlich.